ist an. Hm? Stream ist an. Wunderbar. So. Wo bin ich denn hier? Da, gehen wir nochmal nach Waffen gucken. Also, ich bin jetzt 20 Meter von Sam weg. Sag Bescheid. Ja. Ich glaube, ich hatte aber schon alles, bevor ich gespeichert habe, ausgerüstet. Ja. Irgendein Tipp, was für eine Waffe ich mitnehmen soll jetzt für... Womit du am besten kannst. Ja, dann behalte ich. Du brauchst nichts Schallgedämpftes mehr. Ja, kann man ja aber trotzdem. Brauchst du aber echt nicht mehr. Da draußen ist aber nicht, macht ja nichts. Ist geil, wie die immer hier rumschreien, ne? Als würden sie irgendwo hier vergewaltigt werden, die Leute. So. Wie gesagt, 20 Meter, ne? Ja, 50 Meter. Laufe langsam dahin. Wir hatten auch Glück. Beim letzten Angriff hatte ich 5 Abschüsse. Na, manchmal haben die auch Glück. Das ist ein untrainierter Haufen. So. Bist jetzt auch bei dem? Ich stehe jetzt quasi 6 Meter von dem entfernt. Ja, dann tapp ich da auch mal hin. So, bin vor dem. Sollen wir auf interagieren gehen? Auf geht's. Jo. Los. Okay, mein Freund. Bist du bereit dafür? Oder brauchst du mehr Zeit? Wenn wir das erstmal anfangen, führt kein Weg zurück. Machen wir auf okay, oder? Was geht denn ab? Der Zugang zur Insel zu... Mach einfach okay. Lass mich da erstmal lesen. Der Zugang zur Insel zu Aufgaben und Aktivitäten wird ab diesem Punkt eingeschränkt. Du kannst damit weitermachen, nachdem deine Reise beendet ist. Was? Das ist halt jetzt das Ende. Du kannst jetzt dazwischen nicht mehr absprechen oder so. Okay. Ja, alles klar. Dann drücken wir mal abbrechen, ja? Okay. Ich habe ein Messer in meinem Stiefel. Du musst ihn ablenken, wenn ich geben sage. Okay, verstanden. Ja, willkommen, Jungs. Kommt rein, kommt rein. Setzt euch doch. Wildcard Hold'em okay für euch? Ja? So, sag mal, wenn du soweit bist beim Poker, ich sitze jetzt am Pokertisch. Etwas zu essen? Ja, eine Nuss vielleicht? Ja. Nein. Wo du das erste Mal callen oder erhöhen kannst oder was weiß ich was. Frag einen Penner auf der Straße und sag dir, es ist ein Glücksspiel. Oder? Frag Sammy und er sagt, es geht ums Bluffen. Stimmt's, Sam? Ja. Ja. Bist du soweit? Aber stimmt doch, oder? Es geht darum zu spielen, bis die Bank gewinnt. Ich habe meinen Einsatz gemacht, also automatisch. Ich werde erhöhen. Ja, dann los. Mach einfach Call. Das kann da jetzt jeder machen, wie er möchte, oder? Ja. Ja, ne? Erhöhen wir mal weiter auf 110. Hier geht's doch mit Sicherheit jetzt eh nicht darum, das zu gewinnen. Oder? Spiel einfach mal. Geht das rum zu spielen jetzt. Machen wir das Ganze spannender. Call. Ich gehe mit. Ich werde mal checken. Erhöhe. Ich calle. Ich gehe mit. Genial ist mit dir. Check. All in. Gehe mit. Ich calle.
Sorry. Ausregeln. Na, sieh dir das an. Wir haben dieselben Karten. So, erhöhen wir mal die Einsätze, oder? Foster? Jason Brody? Wie auch immer du heißt, ich hab's vergessen. Für wie dumm hältst du mich denn? Wir spielen weiter. Dealer sitzt links, oder? Diese Runde setzt er aus. Also, ich beobachtete dein Treffen mit Riley. Hab sogar ein bisschen geweint. Passiert mir nur selten. Sag an, wenn du das erste Mal wieder was machen kannst. Ich hab dich unterschätzt. Folterst den eigenen Bruder. Und zerstörst meine halbe Organisation. Jetzt. Was Leben setzen? Jo, dann Leben setzen. Machen wir. Gefällt, wohin sie will, hm? Ich vergebe dir. Also, nenn deinen Preis. Jeder hat einen. Hm? Ihr seid Marionetten und wir ziehen die Fäden. Das System ist gemacht, um so zu funktionieren. Scheiß auf System. Nochmal Leben setzen. Weißt du was, Jason? Ich gehe es langsam mit dir an. Du bist ein Familienmensch. Einen Finger für jede Niederlage. Ich glaube, ich beginne mit dem Ringfinger. Ach, Jason, nun werden wir nie heiraten. Jetzt musst du übrigens gleich wieder was machen, also halt ich bereit. Wir hätten Partner sein können. Jeder Mord hätte dir viel Geld eingebracht. Fick dich! Das macht mir keinen Spaß. Wirklich nicht. Ich brauch keine 10 Finger für ein Messer. Ich mach das schon seit vor deiner Geburt, Junge. Komm doch her, alter Sack! Ich glaube, ich habe das Messerduell verloren. Ach, Jason, nun werden wir nie heiraten. Wir hätten Partner sein können. Jeder Mord hätte dir viel Geld eingebracht. Fick dich! Das macht mir keinen Spaß. Wirklich nicht. Ich brauch keine 10 Finger für ein Messer. Ich mach das schon seit vor deiner Geburt, Junge. Komm doch her, alter Sack! Ich bin wirklich schwer enttäuscht von dir, Jason. Du hast gar nicht nach deinem Bruder gefragt, Riley. Wo ist er? Keine Sorge. Ich habe ihn an jemand ganz Besonderen verkauft im Jemen. Er mag sie jung. Ich werde dich töten. Ich habe mächtige Freunde, die dich jagen werden. Sie werden von dir keine Spur mehr finden. Okay. Du gewinnst nicht. Ich halte alle Trümpfe. Warum hast du dann Angst? Dein Bruder ist auf dem Flugfeld. Den Flug willst du nicht verpassen. Der wird Verspätung haben. Und bist du schon so weit?
vielleicht Pokerabend freigeschaltet. Riley, ich muss zum Flughafen. Sofort! Geht zum Flughafen. Oh Leute, da läuft die Zeit. Dich hol ich mir! Voll krass, ey! Einfach Gas geben. Du musst die nicht alle töten, die Gegner. Hauptsache, du machst, also ein paar ganz abschießen. Aber Hauptsache, du gibst halt Gas. Dass du schnell da rausläufst, draußen steht ein Auto, was du holen kannst. Fuck. Genau, sei da, Riley. Und noch ein Heli, wuhu. Einer muss zu den Mördern! Ich glaub, rüber zu einem Gehstellung! Ja schon. Sei da, Riley. Scheiße. Das brauche ich jetzt echt nicht. Im Flugfeld hat die Zeit aufgebraucht. Da kannst du in aller Ruhe antreten. Ich bin hier! Riley muss in einem dieser Gebäude sein. Hilfe! Der Verräter hat Holz mit Wissen! Jason! Jason, wo bist du? Hier drüben!
Hey, ich bin hier! Oh, Gott sei Dank! Ich bin da! Gott sei Dank! Ich hab's schon nicht mehr geglaubt! Wir müssen hier verschwinden! Okay. Mir nach! Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Kannst du einen Heli fliegen? Nein! Du hast doch einen Flugschein! Ja, aber für Flugzeuge! Tja, dann musst du schnell lernen! Was? Oh, Scheiße! Du bist tot, Kleiner! Du. Wo bist du gerade? Ja, so weit bin ich schon noch nicht. Aber ab da wird's richtig. Deiner. Da weiß man gar nicht, wo man die Ball hinschießen soll, Alter. Ich würde dich nie wiedersehen. Bin ich schon wieder hier? Geh mal auf einen Helikopter rein. Scheiße, fuck! Kannst du einen Heli fliegen? Nein! Du hast doch einen Flugschein! Ja, aber für Flugzeuge! Ja, dann musst du schnell lernen! Was? Diese Musik dabei, ey. Oder? Ich weiß nicht, ob ich die Musik ausgestellt habe oder was. Kann das sein? Sound? Musik aus, ja klar.
Musik einmachen, wa? Ja, ja, mach das unbedingt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das muss ich. Ich muss halt schnell genug, dass ich jetzt in die Richtung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Kannst du ein Heli fliegen? Nein! Du hast doch einen Flugschein! Ja, aber für Flugzeuge! Ja, dann musst du schnell lernen! Was? Oh, Scheiße! Erfolg gegen die Bank wetten. Gelandet bist. Okay. Warte, dann einfach Bescheid. Was ich machen soll. Benutze die Macht! Oh, danke für meinen Versuch! Oh, Scheiße!
auf Heli! Du machst das super! Weiter so! Komm zu schnell vor, sonst können wir ihn überhaupt nicht erreichen. Du bist so, raus! Schießt uns. Halt im Dauerfeuer so ein bisschen davor, dann Vogel da drüber, der Vogel dann alles mit. Irgendwann triffst du den. Oh Mann. Pilot. Der hat es so geschafft. Du machst das wie ein Profi. Der liegt wohl an den Gen. Weiter in diese Richtung. Die anderen warten auf uns. Okay, alles klar. Immer wenn du einen Teil geschafft hast, dann kriegt er wieder so ein bisschen okay. Was. Oh. Oh, das ist so cool. Hast du die drei runtergeholt? Ja. Sag, wenn du gelandet bist. Was denn da abgeht, Alter. Warte hier! Was ist passiert? Gut. Gut, dann bist du jetzt auch da. Also über die Brücke latschen? Und dann vor dieser Treppe rechts, bis du da zum Haus gehst. Scheiße! Dann musst du halt ins Haus reinlatschen, dadurch, dass du hinten zu dem kommst. Doktor! Nein, nein! Ja, ja, mach's. Brauchst aber nicht. Es muss wunderbar sein, die Welt durch ihre Augen zu sehen. Unschön. Nein, nein, nein. Jack hat markiert, wo er ist. Du musst nur durchs Haus durch. Wo sind sie? Wo sind meine Freunde? Ich konnte die Krieger nicht aufhalten. Es tut mir leid. Sie brachten ihre Freunde zum Töpfer. Mal wieder zum Heli zurück. Schwere Entscheidung. Ich verstehe nicht. Ich muss sofort zum Tempel. Riley, wir müssen los, jetzt! Ja. Mhm. Bleib in der Nähe, Riley. Verflucht. Cetra, was hast du jetzt bist du beim Tempel, da musst du rein. Wie schön, dass du siegreich zurückkehrst. Hey! Wo bringen sie ihn hin? Ich helfe dir. Sieh dich an. Groß, stark, mächtig. Warum wieder das sein, was du einst warst? Nur bist du perfekt.
deine Schuld. Ich ließ dich leben mit dieser Last. Der Pfad reinigte dich, doch die Läuterung ist nicht vollendet. Das ist falsch. Tu das nicht. Ich liebe dich, Jason. Aber du lässt mich dir nicht all meine Liebe geben. Ich weiß, wie schwer es sein muss. Es verletzt mich, deinen Schmerz zu sehen. Citra. Ich will dir nur helfen. Dich dafür lieben, wer du bist. Den Mann anbeten, der du geworden bist. Es wird alles bald vorbei sein. Ich bringe dich auf das Podium. Und dort wirst du von deiner Vergangenheit befreit. Und dann gehöre ich dir. Folge dem Pfad des Kriegers. Nur die Stärksten überleben. Mit den Rakia bist du Macht. Wie die, die vor dir kamen. Waffen töten Menschen, sie bringen sie nicht wieder zurück. Misha? Ein großer Zehner! Was hast du sicher in den Rücken geschossen? Mächtiger Krieger, du bekommst das letzte Tatar. Sie fallen alle vor dir auf die Knie. Zähne bewaffnet und voller merkwürdiger Tattoos. Du brauchst ein Sieger gegen all diese Tattoos auf deinem Arm. So, sag mir, wenn du bei der Entscheidung bist. Ich bin dein, wie wir alle. Diese Insel gehört dir. Du lebst in einer Fantasiewelt. Ich werde das alles ausprobieren. Vollende den Pfad, sonst wird all dein Fortschritt, dein Tatao, alles, was du auf dieser Insel getan hast, verschwinden. Du bist bereit, Krieger. Hier ist deine Klinge. Interagieren. Ja, jetzt, also du entscheidest dich für Freunde retten? Ja. Okay. Dann mach ich das auch mal. Warum musst du gehen? Du wirst kein Krieger mehr sein, kein Held. Deine Freunde werden gehen. Kinder bekommen und langweilige Leben leben. Bleib hier. Der Dschungel wird immer für dich da sein. Und du wirst immer König sein. Sind sie tot, musst du nie wieder fort von hier. Die Gewalt ist vorbei. Ich bin fertig. Kein Blut mehr. Jason, sieh mich an. Bleib bei mir. Du brauchst keinen von denen. Du bist auch alleine mächtig. Jason, ich liebe dich. Jason, was ist los mit dir? Citra hat mich erlöst, uns alle erlöst. Und du willst ihre Liebe nicht... Ja.
fertig. Verlass mich nicht. Verzeih mir. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Citra! Citra, bitte! Verlass mich nicht, bitte! Citra, es tut mir leid! Citra, bitte verlass mich noch nicht! Und was sagst du? Schon geil. Soll ich dir noch verraten, was passiert wäre, wenn du eine andere Entscheidung getroffen hättest, wenn du dich Zitra angeschlossen hättest? Ja. Dann hätte sie mit dir gefüllt, dass du von dir schwanger bist, und dann hätte dir das Messer in die Brust gerammt. Komm nicht mehr zurück, ich bin ein Monster! Weil sie dann mir nachgekommen hat. Spüre die Wut in mir. Aber irgendwo in mir drin bin ich mehr als das. Besser als das. Will ich das? Ja, warum nicht? Klar. Keine Ahnung. Gut, ich werde es auf jeden Fall holen. Ja, das war Fakatan. Aber das Ende halt mit diesem mit der Valkyrie. Mit dieser klassischen Musik dabei, das ist so geil. Im Heli. Nirgendwo steht, wie viel Spielzeit man gebraucht hat. Weißt du? So wie bei Steam, da steht immer, wie viel man das Spiel gespielt hat, aber wie viel steht hier auch, da steht das nirgendwo. Warte mal. Ich mag das nicht bestimmen. Das ist jetzt wahr, ne? Aber ich habe ja jede Folge gestreamt und auf Dings hochgestellt auf YouTube. Kann ich ja auch nicht nachrechnen, ne? Jetzt war jetzt die 23. Folge, im Schnitt so ungefähr so 2 Stunden. So bei 60, 66, ja, vielleicht 70, und 82 Stunden. Richtig geil. Ja.
Ich spiele wieder eine Runde, Arno. Ja, das ist klar. Ja, wie gesagt, K4, also höchstwahrscheinlich werde ich damit am Montag anfangen. Ja, ich denke nicht, dass ich mir das holen werde. Ich würde es auf jeden Fall. Der 10er oder die 11er sind es mir wert. Mein Bruder, der hat das ja, der meinte, vom Gameplay her wäre es geiler, von der Story würde es nicht an Far Cry 3 rankommen. Schauen wir mal. Wegdrücken. Ach, den wollen wir wegdrücken hier? Ja, geh auf Enter. Geh auf Enter. Dann müsste der eigentlich weg sein.